Es ist Freitag, 16.48 Uhr. Ich komme gerade von einem unglaublich coolen Termin. Und so habe ich mich mit einer bereits etablierten Coachin, gibt es das Wort? Halt jemand, der schon Coaching macht, hier in Amberg, in der Stadt, in der ich wohne, habe ich dann einfach mit ihr ein wenig ausgetauscht über die Sachen, die sie so macht, die Sachen, die ich vorhab. Sie fand das Ganze ultra cool und ich finde es auch mega cool, was sie macht. Unglaublich sympathische Frau. Und es fühlt sich einfach so cool an, weil man einfach merkt, hey, wenn du irgendwas machen willst, es gibt Leute, die das schon machen. Es gibt Leute, die sind hilfsbereit. Es gibt Leute, die dich unterstützen. Und ich glaube, wenn man selber so als junge Persönlichkeit so einen klaren Traum hat, ein klares Ziel hat und wirklich auch was dafür macht und dann auch noch sozusagen mehr oder minder die Eier hat, auch auf die Leute zuzugehen, dann wird einem geholfen. Und das ist in meinen Augen eine Sache, die so unglaublich unterschätzt wird, im Sinne von, ich habe keine Kontakte, niemand in meinem Umfeld unterstützt mich bei der Sache, die ich machen will. Aber das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Ja, vielleicht stimmt es, dass deine Familie das nicht cool findet, was du machst. Ja, vielleicht sagen dir deine Freunde, dass das, was du machen möchtest, unrealistisch ist oder whatever. Aber es gibt Leute, die genau das, was du machen möchtest, machen. Und heutzutage im Internet, ich habe es gerade in meiner Instagram-Story schon gesagt, es ist unfassbar. Was musst du denn heutzutage schon machen? Du bist einfach die Sache, die du machen willst. In meinem Beispiel zum Beispiel Coaching für Jugendliche. Dann schaust du, hey, wer macht das? Wenn die Person wie in meinem Fall jetzt schon einfach in deiner Stadt wohnt, dann hast du natürlich mega Glück gehabt, ultra genial. Dann schreibst du halt eine Mail, dann kannst du ein Treffen ausmachen und zack, bist du persönlich in Kontakt. Unfassbar einfach. Und das Allerkrasse ist, selbst wenn es nicht zutrifft und nur eine einzige Person in Bangladesch das macht, was du machen möchtest, dann kannst du wahrscheinlich sogar die per Mail, Webseite, Social Media, was weiß ich, erreichen. Und dann stehst du einfach Kontakt und du hast einfach auf einmal Leute, von denen du lernen kannst, die dir irgendwo helfen, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Und deswegen gleich die Message ganz am Anfang für den Vlog heute. Bitte, erzähl dir keinen Bullshit. Erzähl dir keinen Bullshit, dass du von irgendwas nicht die Mittel hast, dass du nicht die Kontakte hast, dass dir sonst irgendwas fehlt, sondern sei dir einfach bewusst, dass du, es liegt alles in deiner Hand. Es liegt alles in deiner Hand, ja? Du bist die einzige Person. Du bist die einzige Person, die in irgendeiner Art und Weise darüber bestimmt, wie viel Erfolg du in der Sache hast, die du machen möchtest. Egal was es ist, auch wenn das Meditation oder sonst was ist. Du kannst die Leute finden, sie sind da draußen, du hast die Möglichkeiten wie absolut noch nie, es gab noch nie in der menschlichen Geschichte einen Zeitpunkt, an der es so einfach war, an die Leute zu kommen, die du brauchst, die du erreichen möchtest. Und deswegen hör auf, irgendwelche Bullshit-Stories in deinem Kopf zu erzählen. Fang an, traust dir zu, geh einfach die Schritte, die du glaubst, die richtig sind, und dann wird alles zusammenkommen. Deswegen mach es einfach, mach es einfach, mach es einfach. Und für mich geht's jetzt noch ins Gym. Ich bin zwar etwas verspätet, weil wir wesentlich länger geredet haben, als ich erwartet habe, aber es war einfach so cool, ja. Aber auch da heißt es wieder, hey, ja, war jetzt geil, unglaublich viel Zuspruch, war ultra cool, aber was da auch ultra gefährlich ist, dass man dann sagt, oh ja, ist jetzt alles so easy, bla bla bla, Bullshit. Nein. Sie findet die Sache, die ich mache, cool, weil ich wirklich auch was mache. Es ist nicht nur so, dass ich sage, ah ja, ich will Coach für Jugendliche werden und dann sagt die, ah ja, super, sondern ich mache es wirklich. Ich mache es wirklich. Ich mache mein Seminar. Da sind Ergebnisse da. Die Leute finden es cool, was ich mache. Und nur so bleibt es auch bestehen. Deswegen, nur weil jetzt irgendjemand gesagt hat, hey, cool, was du machst, und vielleicht auch eine Person, zu der du aufschaust, weil die schon da ist, wo du sein möchtest, dann ist es noch lange kein Grund für dich zu sagen, ah ja, jetzt habe ich es geschafft. Schwachsinn. Das Gespräch war cool, aber jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt. Und jetzt heißt es einfach ins Gym. Einfach ins Gym. Und jetzt heißt es, wie immer, einfach machen. Einfach ins Gym gehen, machen. Du bist, weil du irgendeinen kleinen Teil Erfolg hattest oder sonst irgendwas Cooles passiert wurde, irgendwer dich toll gefunden hat, bist du immer noch genauso nichts, wie du davor warst. Und deswegen, ja, geh auf die Leute zu. Ja,
nimm Zuspruch mit, lass dich davon ermutigen, aber sei dir auch immer bewusst, hey, hier oben entscheidet sich das ganze Spiel. Und wenn du, egal, auch wenn du riesigen Erfolg hast, wenn du da der Meinung bist, du bist jetzt irgendwie was Besseres, irgendwie was Besonderes oder sonst irgendwas, dann geht's genauso schnell wie nach unten und deswegen sehen wir uns jetzt im Gym. Hier habe ich mal probiert, wie es eigentlich ist, wenn man in den Pausen immer einen Podcast hört, um noch effizienter zu sein, aber ich muss sagen, das ist kompletter Schwachsinn, weil du kannst dich einfach nicht gescheit auf deine Übungen konzentrieren, deswegen bleibe ich bei der Meinung, Ohrenstöpsel weglassen. Hashtag Leo, putz mal bitte deinen Spiegel. Hassel, 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 Gym rausgehauen, leck mich am Arsch, ey, und wir sehen uns morgen. I'm just flying by. Yeah, I'm just flying by. Holy shit, ey, der Drang zur Prokrastination ist echt real gerade, weil ich glaube, ich trainiere so hart wie seit echt lange nicht mehr. Ich bin Hustle so hart, wie ich glaube ich noch nie. Sozusagen, man kommt manchmal halt an Punkte, wo man sich überlegt, zum Beispiel, mache ich das Seminar jetzt noch vor die ganzen Events oder danach? Oder packe ich jetzt noch das Kaltduschen in der Früh dazu oder nicht? Und im Moment bin ich einfach bei allem so, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch. Was natürlich den Druck und so weiter erhöht und den Stress. Aber ich weiß nicht. Natürlich sind das so Momente, wo man so richtig ist, so, oh Gott. Aber gleichzeitig sind es auch diese Momente, wo man sagt, geil. Geil, geil, geil. Weil es zeigt einfach, dass ich wirklich alles gebe. Und der Punkt, dass ich hier da sitze und mir denke, oh, lass mal noch Instagram scrollen. Dann vielleicht sogar wirklich 15 Minuten mache. Aber dann auch wieder sage, hey, das ist nicht das, was du machen möchtest. Und dann ist es auch nicht so, dass ich sofort hier wieder voll raushustle, weil ich ja am Arsch bin. Aber trotzdem einfach die Stärke zu haben, sich selber an der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, das ist nicht das, was du machen möchtest. An dem Punkt, wo du so am erschöpftesten bist, das ist für mich eine Fähigkeit, die unglaublich wertvoll ist, weil wenn du wirklich irgendwas machst, du wirst immer an diese Punkte kommen. Und deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe einfach nur den heftigen Work-Overload gemerkt, deswegen habe ich jetzt eben geschlafen.
Habe heute Nachmittag auch noch nicht wirklich irgendwas Produktives gemacht. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Der Unterschied, sozusagen meiner Meinung nach, zwischen Leuten, die sozusagen Vollgas geben und Leute, die Gas geben, ist der, dass beide eventuell wirklich bis zu einem Punkt sich wirklich pushen, wo sie es einfach nicht mehr ganz packen und dann eine Pause brauchen. Aber der nochmal der feine Unterschied ist, wie man diese Pause verbringt. Ich glaube, dass viele, wenn sie sozusagen überfordert sind, dann zocken, irgendwas Fastfood-mäßiges essen oder sonst irgendwas, sprich irgendwas, was eigentlich negativ ist. Die aber meiner Meinung nach das absolut Maximalste rausholen wollen, die überlegen sich, wie kann ich diese Pause maximal effizient nutzen. Zum Beispiel, wenn ich 90 Minuten schlafe, bringt es für meine Regeneration so viel mehr, als wenn ich zwei Runden LOL, also League of Legends, so ein Computerspiel für die Leute, die das nicht kennen, zock. Oder wenn ich Fastfood essen will oder sonst irgendwas. Und dass man auch realisiert, hey, was brauche ich denn eigentlich? Muss ich mental regenerieren? Muss ich physisch, also vom Körper her regenerieren? Und auf was hätte ich jetzt einfach Bock, was positiv, was mir was bringt und wo ich wirklich auch wieder regeneriere? Und für mich ist es Schlafen. Und jetzt gehe ich mal noch raus auf den Bolzplatz, obwohl es ein bisschen regnet und so weiter. Aber einfach bolzen, Alter. Ich habe es lang nicht mehr gekickt, deswegen habe ich da jetzt ultra Bock drauf. Mache ich einfach ein bisschen, einfach ohne Plan, ja, nicht irgendeinen strikten Trainingsplan, sonst will ich einfach mal kicken, ja, einfach Spaß haben. Komm mit. Away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above. I'm miles above you. Und um noch zum Sonntag zu kommen, ich habe heute, wie ihr gesehen habt, quasi nicht gevloggt. Ich habe heute einfach in der Früh schon beschlossen, okay, ich brauche einfach mal einen kompletten Tag Pause. Es war nicht mehr so, dass ich so richtig erschöpft war oder so, sondern einfach, ich war im Kopf in der ganzen Sache so drin, Seminar, Selbstverbesserung, YouTube-Videos, sonst was, dass ich mir gesagt habe, hey, einfach einen Tag, komplett was anderes. Habe mit meinem Bruder unglaublich viel LOL gezockt. Ich habe ja gestern erst gesagt, dass es einen riesigen Unterschied gibt, wie man eine Pause macht. Und das war sicherlich nicht die beste Pause. Aber auf der anderen Seite ist auch so, nehmt es nicht alles so ernst. Ich meine, ja, nehmt es ernst. Ich nehme es unglaublich ernst. Aber auf der anderen Seite auch, hey, wenn du einfach Bock hast, LOL zu zocken, dann zock halt einfach einen Tag LOL. Aber so sei dir halt auch sicher, dass es zum Beispiel für mich ist jetzt, dass es halt nicht permanent bleibt. Für mich ist jetzt einfach so, ich habe jetzt heute 6 Runden LOL gezockt und jetzt passt es einfach wieder. Jetzt bin ich auch wieder, jetzt habe ich wieder Bock da drauf, mache jetzt gerade meine Sonntagsroutine, habe mein Zimmer aufgeräumt, Wasser wieder
meine Wasser, meine Pflanze wieder Wasser, so. Und ja, deswegen geht ruhig mal an euer Limit, geht mal so richtig an euer Limit, dann geht noch einen Schritt weiter, dass ihr so richtig denkt, boah, ich habe keinen Bock mehr, dass ihr wirklich mal wisst, wie weit ihr eigentlich gehen könnt, dann macht den ganzen Tag Pause oder sonst irgendwas und dann macht wieder von vorne neu und ja, so ist das Leben, deswegen ist alles nur ein Spiel, nehmt es nicht so ernst, habt einen geilen Tag, wir sehen uns am Freitag.